Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Play BNG Drive. Wir haben heute mal wieder eine Mod, ich glaube, die hatten wir schon mal, aber die wurde nochmal ordentlich geupdatet. Da haben wir den Plymouth Fury 3, glaube ich. Ist das? Jetzt hier hinten? Fury 3, ja. Da. Und ja, ich dachte, wir machen das halt mal so ein bisschen wie so, wie uns so von ein paar Presselaunches kennt von Autos, weil es gibt so mehrere verschiedene Varianten von dem Wagen. Diese fünf Varianten gibt es und ich dachte mir, wir probieren sie heute mal alle durch. Und wir machen das so früh mit den anderen Folgen, mit den Testfahrten, die wir schon gemacht haben. Das heißt, wir jetzt einfach wieder drücken. Und dann werden die anderen alle wegfahren, bis auf den, den wir jetzt gleich nehmen. Ich weiß nicht, warum man rückwärts fahrt. Was passiert da? So war das nicht geplant. Okay. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Aber okay, die anderen haben den Weg rausgefunden. Wir finden auch auf jeden Fall, das ist die Basisvariante von Plymouth Fury. Das ist 318 Cubic Inches. Ich nehme mal an, V8. Wie sieht der innen aus? Ganz nett. Sehr nett eigentlich. Fällt mir. Ich will nur kurz gucken, ob wir einen V8 haben, dann geht es auch schon los. Hier hat 318 Cubic Inches V8. So, ich höre gar nicht viel. Hört man den überhaupt? Kaum. So, gehen wir mal Gas. Also, der hier hat eine Automatik. Gibt bei allen eine Wahl zwischen Automatik und Manualschaltung. Oh wow, der geht schon ordentlich ab. Fürs Basismodell und hat ziemlich ordentliche Bremsen. Also es kommt mir so vor, als würde der irgendwie ein bisschen besser sein als in echt. Also die Bremsen wirken saugut, gebe ich zu. Dafür, dass das Ding ja bestimmt ziemlich schnell wiegt. Ziemlich viel wiegt. Also er wirkt mir, glaube ich, etwas zu schnell. Zu schnell und zu gut bremsen. Aber egal, Hauptsache Spaß zu fahren. Wir jetzt machen BMG auch nicht um Nordschleifen rumzusitzen. Er hat ziemlich viel Grip. Er fühlt sich einiges besser als ich erwartet. Ich hätte erwartet, dass das Ding sich ziemlich schlecht fährt. Oh, weiche Federung sorgt aber dafür, dass wir springen. Das habe ich gerade so noch retten können. So, geben wir mal schön Gas. Haben wir die funktionierenden Blinker? Ja, die Blinker funktionieren auch. Wunderbar, ist gut gemacht. Gefällt mir. So, aber natürlich Top Speed hat er jetzt nicht so wirklich. Wir sind bei 140 gerade. Und da wollen wir mal gerade ausfahren und crashen. Oh, da war schon ein Sprung. Den hätte ich noch gar nicht vorausgesehen. Jetzt achtmal langsamer. Darauf. Und. Wow. Crashen tut er okay. Also es gibt besser crashen Modelle. Aber man muss auch bedenken, der hat keine Knautschzone. Also der crasht sowieso ein bisschen anders als moderne Autos. So, okay. Dann fahr du mal rum. Ich weiß nicht, warum wir alle mal zurückfahren. So, ihr seid doch alle, aber... Ah, ne, du bist nicht beschädigt, dann fahren wir nicht... Na, minimal, aber ich fahren wir mal gleich mal weiter, das passt schon. Jetzt haben wir die Super-Command-Variante, glaube ich. Also 383 Cubic Inches, jetzt haben wir eine manuelle Schaltung, das heißt, wir können... ...kein Burnout machen, wenn man jetzt hier nicht wirklich sieht. So, ich glaube, ich nehme mal an, alle sehen innen gleich aus. Aber der Wagen sieht auf jeden Fall ganz cool aus für dich. Also, ist ein schicker Wagen. Der von Fury. Und besonders in dem Blau hier hat er was. Oh wow. Es gibt Fahrzeuge aus der Ära, die ich cooler finde, gebe ich zu. Aber trotzdem, einfach generell das Styling von damals, der amerikanischen Autos hat was. Ich meine, die Landyards, so wie man sie kennt, oder die. Ja, was ist die Besetzung? Die Landjachten, wenn man es mal so 1:1 übersetzt. Also diese Schiffe, ja, das war die bessere Übersetzung, diese Schiffe, die man hier hat. Wir können ja gleich mal vielleicht einen Covid daneben setzen, damit wir einfach mal sehen, wie groß dieser Plymouth Fury hier wirklich ist. So, okay, wir versuchen hier den roten einzuholen. Hier glaube ich der nächste ist, den wir fahren. Kontrolle verloren, absolut. Okay, wisst ihr was? Ich will mal kurz den Covid daneben setzen. Nur mal umzuschauen. Oder ne, wir nehmen den ETK 800, denn das ist ein langer Wagen für moderne Verhältnisse. Das ist kein Pickup-Truck, aber trotzdem. Will nur mal gucken. So, ja. Also ihr seht, es ist nicht ganz so krass, wie ich dachte, aber er ist doch nochmal ein bisschen länger. Und er ist halt einfach insgesamt größer in jeder Dings. Na, dann fahr du auch rum. Du fährst rum. Wartet, du fährst rum. So, dich wollen wir fahren, genau. Aber du bist ziemlich beschädigt. Das haben wir jetzt 406 oder 416?
426, na, natürlich 426. Okay, der 46 Hemi ist halt so der bekannteste der Welt. Der Hemis und. Wo ist die Nummer 47? Aber, oder? Warte, was? Nee, der 47 war ein Ford, oder? Ah, ich weiß gerade nicht, gebe ich zu. Ah. So, aber wir haben auf jeden Fall noch mehr Power. Wollen wir mal gucken, ob wir an den dranbleiben können. Drift. So, komm schon, komm schon. Fährt ein bisschen langsam, bis der ETK, dann wollen wir mal überholen. Immer diese langsamen, modernen Autos. Tja, wir sind schnell. So. Endet halt die Federung zerlegt. Weich. So. Macht es sehr angenehm, drin zu sitzen, aber macht das Fahrverhalten nicht super. Da muss man ein bisschen aufpassen. So, wir cruisen hier jetzt mit dem Super Command, der aus irgendwelchen Gründen extrem abbremst. Okay, wir müssen mal versuchen, ob wir hier eine Lücke finden, mit der wir durch können. Hier. Oh, da ist eine Kurve. Oh, nein, 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 nein. Das war ein bisschen optimistisch. Kommen wir hier hoch? Ach, komm schon raus. Na, okay, dann knallen wir halt einfach runter. Au. Schon. Machen wir mal einen Crash. Okay. Dann haben wir jetzt hier die 440. 440 Cubic Inches. Ist auch noch halbwegs. Na, okay, jetzt crasht er sich nicht mehr. Ich will gerne auf der Straße fahren. Also 440 Cubic Inches noch schneller, aber der hat irgendwie keinen Motorsound, oder? Also ich höre zumindest nichts. Aber hier ist es ein bisschen lauter. Ich weiß nicht, ob ihr was hört, müsst ihr mir mal sagen. Aber ich höre zumindest keinen Motorsound. So, dann bleiben wir mal wieder an dem dran. Okay. Rum. So. Nein, 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 nein. Oh, wow, das wird unangenehm im Crash. Und nochmal aufs Dach. Oh, gerade so nicht aufs Dach. Das ist nämlich ganz gut, weil das Fahrzeug würde. Das Dach würde das nicht aushalten. Oh, das ist auch eine angenehme Position. Also wir können nur rechts aussteigen und hinten fährt der andere. Ha. Okay, komm schon. Können wir eigentlich schöne Burnouts machen? Donuts und Burnouts müssen wir machen, oder? Ja, schön. Jetzt gebe ich nur noch Gas. Jetzt muss ich nur noch Gas geben und schon sind wir in der Bewegung. Ich lenke gar nicht, kein bisschen. Einfach nur Gas geben. Können auch sogar kurz vom Gas gehen. Und es wird wieder initiiert. Schön. Einmal die Bewegung und dann geht's los. So. Also gefällt mir auf jeden Fall. Wie gesagt, nur irgendwie aus irgendeinem Grund kein Sound. Das ist ein bisschen schade, vor allem weil sich hier die Hemmys ziemlich schön anhören sollten. So, komm. Und er fährt sich, glaube ich, meiner Meinung nach zu gut für den Wagen. Oh, da hat man ein bisschen. Hat er gesnappt. Oh. Ganz blöde Sache. Falsch umgedreht. Wäre echt schade, würden wir runterfallen, ne? Oh nein, das war total unabsichtlich. Oh. Bin da auf dem Felsen mit dem Fahrer. Naja, Beifahrer, weißt du. Böse. Okay. So, dann haben wir noch die Custom-Variante. Ich weiß nicht genau, was der alles hat. Also, er hat auf jeden Fall Slicks. Oh, der hat viel mehr Grip. Oh, wow. Slicks, ich glaube, eine sportlichere Federung, der scheint mir viel weniger zu rollen. Im Vergleich zu anderen Fahrzeugen. So, okay, rum, rum, rum. So, komm, hier durch. Boah, der geht aber auch ordentlich. Ich meine, wir sind immer noch 90 km/h schneller, aber es fühlt sich viel schneller an. Irgendwie in dem Wagen. So. Ja, also der ist auf jeden Fall viel zu schnell, meiner Meinung nach. Was Kurven angeht und so weiter. Holprig. Oh. Ah, immerhin haben wir nicht den. Puh, das war nochmal knapp. Immerhin haben wir nicht komplett die Dings erwischt. Übrigens, genau, bevor ich es vergesse. Ich bin das Wochenende wieder auf der Rennstrecke. Diesmal kein besonderes Rennen. Das ist, glaube ich, so eine Custom-kleine Serie. Ich bin trotzdem wieder an der Rennstrecke. Das heißt, es ist vorauf aufgenommen. Aber wenn ihr wieder ein paar coole Instagram-Stories sehen wollt von lauten Autos. Followed me auf Instagram, ne? Erik_JN. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. So, während wir hier noch ein letztes Mal ein bisschen rumtuckern im Plymouth. Auf jeden Fall, ah, haha. Immer noch eine coole Mod, gefällt mir immer noch sehr. Auf jeden Fall nochmal verbessert worden. Fehlt nur noch der Sound und ein bisschen weniger Performance.
Aber das Letztere ist nicht so schlimm. Das juckt mich eigentlich ziemlich gar nicht. Ziemlich gar nicht, aber auch eine tolle Sache. Und ja, wie immer, wenn ihr irgendwie einen Wunsch habt, schreibt ihn unten in die Kommentare. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, hab's gefallen, dann sagt tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCD. Ciao.